Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS mit dem Max und dem Johannes. Hallo. Hallo. So, und heute Hallo. geht's nach Los Angeles, dann nach San Diego und dann nach Phoenix. Genau. So ist es. So ist der Plan. Was fahrt ihr denn so lustiges? Fahr Max. Ja, Moment. Soll ich das Navi jetzt hier noch einrichten? Ach so. Also. Ach, Vorbereitung, ey. Ja, die Bank. Tanken müsste ich auch noch. Oh. Sehe ich jetzt erst. Ja, da vorne ist eine Tankstelle, da kannst du ja nochmal tanken. Dann halten wir da nochmal kurz an. Ja, ich habe 15 Tonnen, 18 Tonnen Reifen geladen. Ich habe 7 Tonnen Autoteile. Ich habe 20 Tonnen Wood Shavings. Ja, dann. Ja, Deutsch ist Kacke, deswegen habe ich es auf Englisch. Komisch, ich glaube an der Tankstelle war ich heute schon mal. Warum? Ach so, ich war hier schon mal tanken. Ah, dann schickt uns wirklich in die Richtung da entlang. Ja, ich habe vorgehabt hier umzudrehen und wieder auf die Autobahn, wie er und mich vorhin wieder leiten wollte. Also. Also, wir müssen jetzt hier nicht links rumfahren. Ich würde deine Option präferieren, mein lieber Thomas. Okay, hab's. Okay. Bäh. Dann let's go. Ach komm schon. Du Kackboden, Alter. Ne? Komm doch mal, wenn man LKW, wenn man einen Trailer nimmt, da hinten diesen Unterfahrschutz hat am Trailer. Bleib ich mal hängen. Boah, ich bin nicht aus Navi. Say what? Also wenn das Navi mal hä sagt, dann ist es kein Navi mehr. Hä? Ja, wait a minute. Ein Statist. Der kommt aber zu spät. Freundlicher Statist. Right. Cyber Game. Nicht TCL oder so. Nee, nicht TCL. Auch nicht THC, ne? Ich muss sagen. No, nicht ACL ist. Oder ADAC. Was? Halt, stopp. Ich sollte irgendwelche Abkürzungen reinwerfen. Heute sehen Sie random Abkürzungsdropping oder so. Nice. Guck mal, es gibt schon wieder so viele Abkürzungen, da könnten die Fanta 4 schon wieder ein neues Lied von machen. Das. Oder war doch Fanta 4, wo das Abkürzungslied gemacht hat, oder? Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja. Ist das mit dem HDGDL-Zeug da? Ja. Ich glaube schon. Schon einfach viel zu lange her. Die Abkürzung. Ich denke mir, die Abkürzung, die sie dann heute nehmen können, ey, das kannst du nur ein Lied davon, kannst du ganzes Album voll pressen, ey. Das war echt Shut the fuck off! Ich wollte gerade sagen, City Limit, Alter, warum gibt die Karre kein Gas? Ich schalte hoch, nichts passiert, okay, schalt's halt mal wieder runter. Ich bin eingeschlafen, ey.
welcher TÜST? Schon wieder einer. Unfreundlich. Von mir hat er gehupt. Ist leider zu gut. Ja, war's schlecht gehört. Ja, 250 sind echt die 4 auf dem Server. Wie fand denn der Johannes eigentlich T34? Ach, ja, können wir ein bisschen hier die erste Folge hier ein bisschen hier zum. Also Vorsicht, Spoiler an der Stelle, ja, Vorsicht. Piep! Also hier nicht am Boden entlang schrauben mit dem Spoiler, sonst ist er kaputt und dann müsst ihr wieder zur Werkstatt fahren. Ich fand ihn gut. Also im Allgemeinen fand ich ihn gut, nur die Geschichte war etwas seltsam erzählt. Ich fand die Geschichte etwas seltsam erzählt. Weil, also ich finde das gut, dass sie das auch eingebracht haben hier mit dem KZ-Alltag und so weiter und dass es halt, wie das halt alles war und so weiter, dass es halt nicht irgendwie Humbug war oder so, sondern dass es halt, ja, ich sag mal, ein quasi auch der aufarbeitende Teil dieses Films. Ich fand halt vor allem, also der Anfang war geil. Der Anfang war geil, wo der Panzer, was war das? Das war eigentlich nur ein Panzer 3, der in den Ding reingefahren ist, in den Ort, glaube ich. Das hier mit dem Elchefe. Und da muss ich sagen, das Ding war geil. Aber dann war einfach die Handlung komplett weird. Also ich fand nachvollziehbar. Ja, aber ein bisschen schwer folgen kann man dem. Ja, weil das so viele, es hatte so viele Handlungsstränge. Ja. Es hatte einmal den Handlungsstrang mit, hey, ihr müsst ein Ziel sein für irgendwelche deutschen Panzerrekruten. Wo man auch dazu sagen muss, die haben echt scheiße gekämpft. Ja. dafür, dass sie Panther hatten und der Panther eigentlich stärker als der T-34-85 ist. Also vor allem, was die Panzerung angeht. Muss man schon dazu sagen, wurde das Ganze schon ein bisschen weak dargestellt. Aber gut, ich denke mir, so war es halt in den letzten Kriegsjahren. Ich glaube, das der erste Teil... Ist das wirklich, die haben ja eben geübt, dass sie bessere Panzerfahrer werden. Also die waren es noch nicht. Ja, ja. Sozusagen dann auch. Also kann man sagen, da waren irgendwelche Landburm drin, guckt, ja, und dann schaust mal, dass du die Maß hältst, sondern dass du mal einen Knüppel vom Panzer hältst oder so. Ja, es war eine Panzerlehr. Also, das war eine Panzerlehrabteilung. Und da muss ich halt dazu sagen, ja, es hat so ein bisschen wiedergespiegelt, was halt einfach das deutsche Problem war am Ende des Zweiten Weltkriegs. Dass sie zwar gute Panzer hatten, aber kein Schwanz konnte die bedienen, weil es eben zu kompliziert war. Ja. Weil, keine Ahnung, in den T-34 kannst du jeden dummen Bauernjungen reinsetzen und der weiß, wie es funktioniert. Den bis 5 Minuten erklärst oder so. Was einfach logisch ist. Aber dann halt so viel der Strenge mit, ja, ihr müsst jetzt hier Ding sein, ihr müsst hier Ziel sein, ihr müsst die ausbilden. Strang B, ihr wollt ausbrechen. Strang C, der Panzerkommandant verliebt sich da in diese Übersetzerin. Also, aus dem Film hätte man eigentlich 3 machen können. Eigentlich. Weil dafür, dass es eigentlich, ich meine, klar, gut, es geht ja eigentlich, geht es ja um dieses Duell zwischen diesen 2 Panzerkommandanten. Ja, das ist das Main Ding. Wo er am Ende ja dieser Handschlag und dann, wo er mit dem Panther da von der Brücke stürzt. Genau. Fand ich okay, aber es ist halt dafür, dass es halt nur dieses Duell gibt, zu viel Zeit hat, finde ich. Weil wirklich da nur die Liebesgeschichte mit reinzunehmen, hat's nicht gebraucht. War zwar. Ja, du hattest ja auch noch die Hintergrundstory von, dass es seinen Kumpel wieder trifft, der damals schon Panzer mit ihm gefahren ist. Den das kommt ja noch dazu, der Fahrer, ja genau, dass die beiden ja auch wieder zueinander gefunden haben. Ja, dann noch das wieder zueinander. Es waren halt sehr viele Sachen, die aufeinandertreffen, aber ja, diese Handlungsstränge. Trotzdem finde ich, dafür, dass es so viel ist, haben sie das gut gemacht. Ja. Aber. Wie jetzt so. Ja, man hätte das Ganze so ein bisschen mehr ausschlachten können. Also ein bisschen weniger Handlungsstränge, dafür aber besser aufgearbeitet zum Beispiel. Dass man, keine Ahnung, zum Beispiel das mit den. Dass wenn er die anderen als also hier Zielscheibe ist für die anderen Panzersoldaten von den Deutschen zum Beispiel, das hätte man ein bisschen mehr ausarbeiten müssen. Das, warum nur Panther? Warum hätten es, was ich nicht, an mehreren Tagen zum Beispiel ein Tiger sein können? Also das Ganze halt so ein bisschen auffalten. Da, was ich einfach mal ein komplettes Panzerlehrbataillon einfach platt gemacht hätte, zum Beispiel. Also halt einfach die vier Panther einfach abgefackelt hätte, ausgestiegen wäre und hätte gesagt, ja.
Ja, die hatten ja in dem Sinne keine Munition. Schon von Anfang an nicht gekriegt, die mussten sie sich auch erklauen. Indem sie die ja hier heimlich versteckt haben. Ja, ja klar. Das hätte sie ja gar nicht so machen können. Weil da wären die Deutschen ja blöd, wenn sie sagen, wir nehmen den T-34, lassen den mit einer eigentlich feindlichen Truppe da ran und dann geben wir denen noch scharfe Munition. Das wäre ja komplett dumm. Ja, klar, das wäre auch ein bisschen schwierig. Ja, das hätte man irgendwie anders aufziehen müssen. Zum Beispiel, was ich mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen angefertigten Farbpatronen zum Beispiel. Dass halt die mit Farbpatronen schießen, wenn die Panzer dann einfach, also die deutschen Panzer dann einfach hier mit Farbe mit Dings sind, dürfen sie zum Beispiel nicht mehr schießen. So hätte man das ja machen können. Und also der Film insgesamt wirklich, wenn ihr Panzerfreund seid oder das Ganze mit Zweiten Weltkrieg und so weiter mögt, also zum Beispiel Red Sniper schon mal gesehen hat oder wie ist der andere Film, Dactarus 28 glaube ich heißt er ja, also wo hier Warfunder ja mitfinanziert hat, produziert hat, wenn ihr solche Filme mögt, dann definitiv T-34 eine deutliche Empfehlung. Wenn ihr nicht so viele Handlungsstränge zusammen mögt, schaut euch lieber nicht an, weil das ist echt wirklich gecrampt. Ja, das ist halt, das ist so der einzige Manko, der mir halt aufgefallen ist. Es ist schon dafür, dass es eigentlich nur halt um dieses Duell geht, ist es einfach zu viel Kost, finde ich. Man hätte noch so ein bisschen was über die Deutschen sagen können, zum Beispiel. Weil zum Beispiel der Panther am Ende, das war der Versuchspanther. Der mit dem Ding, mit dem Nachtsichtgerät. Ich meine, das Ding gab es ja wirklich. Das Nachtsichtgerät, das war ja wirklich so einer der ersten Dinger, das war ja ein riesiges Ding. Aber es hat ja funktioniert und da hätten sie halt ein bisschen noch drüber erzählen. Aber so im Großen und Ganzen halt wirklich, wenn man nur das nimmt, was sie als quasi als Film da rausgeknallt haben, dann definitiv eine Empfehlung. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ich mag solche Filme sehr, sehr gerne, weil das halt nicht so dieses. Weil das Problem ist, ich mag amerikanische Kriegsfilme auch. Ja, also zum Beispiel Soldat James Ryan. Mag ich auch sehr gerne. Aber bei den Amis ist es halt immer so ein bisschen schwieriger, weil das Ganze so ein bisschen verfälscht ist immer. Also es wird quasi so diese Stimmung im Krieg wird nicht so richtig rübergebracht. Sondern ich finde, bei amerikanischen Kriegsfilmen ist es immer so, wir sind Helden von vorne bis hinten. Und wir sind immer Helden und wir hatten nie irgendwie mal eine schwere Zeit oder so. Da bin ich manchmal so ein bisschen am Hadern. Na klar, gut, Soldat James Ryan, auch ein guter Film, ja. Aber ich sag mal, im Gegensatz halt zu diesen, ja, ich sag mal, russischen Zweite Weltkriegsfilmen ist das Ganze so ein bisschen, wir sind Helden und krass im War. Und spiegelt halt nicht so dieses Feeling des Zweiten Weltkriegs wieder, also diese Stimmung. Das fand ich immer so ein bisschen, also ist auch ein Konzept, ja, klar. Aber ich würde jetzt nicht so direkt, sagen wir, vergleichen oder so. Was ich sehr gut fand an dem Film waren die Slow-Mos. Ja. Zum Beispiel, wo sie die scharfe Munition auf dem Übungsgelände hatten, und dann hauen sie eine Shell in den Kommandantenturm rein. Und der andere, wo du dann siehst, wie die Shell reinhaut und dann der Typ davor steht, denkt sich auch so, oh Scheiße. Ja. Ja, die Slow-Mos waren geil. Zum Beispiel, wo sie, die hat den, Ort, wo sie ja waren, wo sie dann die eine Shell von dem Panther mit der eigenen Shell ja abgelenkt haben, dass die weg ist. Oder zum Beispiel den Sprengzünder mit der Zeitverzögerung unten in die Bodenplatte des Panthers geknallt haben. Ja, Mann, das war auch. Weil ich sag mal, das ist halt wieder so ein Ding, da finde ich halt zum Beispiel die russischen Filme wieder relativ geil, weil die haben. Die hauen ein bisschen was Technisches mit rein. Ja, so knowledge-mäßig. Strategie-Zeug, so, ja, genau. Ja, was genau man auch so bei Warfund jetzt eher so kennt, wenn ihr Bruce uns was erzählt. Ja, genau, so ein bisschen. Einfach so dieses. Es ist nicht nur Helden und geil und Action und Stuff, sondern so ein bisschen. Ja, was zum Nachdenken, aber es ist auch so ein bisschen auch so Knowledge-Dropping. Ja. Das finde ich sehr interessant. Was ich so ein bisschen schade finde, was sie unbedingt hätten noch zeigen können, oder vielleicht so Platz auf den zweiten Teil, dass sie es geschafft hätten, mit dem T-34 hinter freundliche Linien zu kommen. Und dass sie dann
mit ihren T34 dann zurückgefahren wären zu denen, die sie dann so richtig fertig gemacht hätten. Das wäre so ein geiles Finale gewesen. So dann, was ich zum Beispiel auch mit Sturmowix oder so, oder mit anderen IS-2-Panzern dann auch, also halt wirklich so Raw-Panzer-Power. Na gut, wer weiß, ob da nicht vielleicht ein zweiter Teil kommt. Glaube ich zwar nicht, weil russische Filme sind eher immer so ein One-Trick-Pony. Ja, davon gibt es zu, keine Ahnung, 99% keine Fortsetzung. Was ich schade finde, aber ich sag mal, ja, Fortsetzungen können auch richtig scheiße sein. Das macht sie awesome. Ja, das macht sie zum Teil awesome, aber auch schade. Klar. Weil es wäre echt geil. Das denke ich mir bei den meisten Serien, die ich hier momentan gucke und beende, auch immer. wenn ich dann nachrecherchiere und dann in jedem Forum rumsuche und dann steht überall, nee, es gibt nichts mehr. Und dann denke ich mir, okay, ja, es ist traurig und es macht einen so ein bisschen Bad Mood. Aber auf der anderen Seite ist man auch froh. Ich meine, come on, das, was sie abgeliefert haben, war dann schon geil. Ja. Das, ich finde, es muss nicht für alles immer eine Fortsetzung geben oder ja, irgendwie weitergehen. So ein Spin-off noch sein. Nee, muss ja. Ja. Ein Ding ist manchmal vollkommen ausreichend. Ja. Nee, wo ich sehr, sehr schade finde, wo ich so ein bisschen auch, sagen wir auch die deutsche Filmpresse so ein bisschen auch in Ding setze, oder allgemein die Filmpresse, dass es solche aufklärenden Filme, die kriegt man einfach nicht mit. Die kriegt man nicht mit. Ja, 1917 habe ich nur durch meinen Stream mitbekommen. Und ich habe mit der Sache Durchwerbung. Ja, wir beenden hier dann mal die Folge. Okay. Jo, ich habe schon gemerkt. Was ist denn, Thomas? Hier, Tankstelle. So. Mhm. Ah. Wechseln wir reingefahren ist? Nein. Du wärst doch an mir vorbeigefahren. Der wäre ja alles klar an dir vorbei, ja, das stimmt, klar. Ja? Volle leere Lotzähne. Hallo. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.